Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Heu 4. Wir spielen immer noch die USA und nach einem kleinen Hotshot geht es jetzt weiter. Wir haben in Spanien einen kleinen Bürgerkrieg klassischerweise und bauen nebenher weiter in unser Land aus. Wir erforschen jetzt den neuesten Flieger, also mehr oder weniger neuesten, also 36, sodass wir später eben mithalten können mit der Luftwaffe der Deutschen. Wir werden nämlich ziemlich viel auf Kass setzen. Strategische Bomber sind zwar erlaubt, haben wir jetzt gelernt, aber wir wollen sie möglichst vermeiden. Ansonsten werden wir später auch Anti-Tank erforschen, aber primär nur, damit wir diese Heavy Gun bekommen. Die brauchen wir nämlich für unseren schweren Panzer. Später, wenn wir dann landen, dazu werde ich diesen Amphibienpanzer erforschen und auch die Amtraks hier, sodass wir so gut es geht beim Deutschen landen können. Und wir gehen auf die Marines, was man auch daran merkt, dass wir jetzt hier einen Special Forces Attack Bonus haben, wodurch eben die Einheiten noch schneller, noch besser werden. Und ich muss kurz jemanden kicken, weil der Typ einfach nicht mal eins halten kann. Das ist halt einfach eine Katastrophe. So. Okay. Dann bin ich mal entmuted und dann hört ihr auch mein restliches Team. Guten Tag. Ich weiß, ich auch. Ich habe auch Admin gekriegt. Oh, ich bin wieder da. Bitte band, bitte band euch nicht gegenseitig. Wir sind in der Aufnahme, ja? Folgendes. Also, wir erforschen ja gerade den 36er Fighter. Wir könnten jetzt mit unserer PP direkt einen Aircraft Designer einstellen, wo wir dann den Bonus von dieser 10% Agility auf unsere Fighter bekommen. Oder wir warten und nehmen das auf unsere Kass, wobei wir ja auf die Kass-Doktrin gehen, wo wir ja eh einen Boni kriegen. Ja, okay, aber erstmal Ability oder so, das brauchen wir alles. Und ich würde jetzt sogar eher sowas wie Agility. Ja, ich weiß. Ich würde jetzt irgendwas nehmen, was uns irgendwie was bringt. Irgendwie, weiß nicht, Artillerieforschung oder Infanterieforschung oder Industrieforschung oder sowas. Australien hat den Fighter eh in 200 Tagen. In 2-2. Wer? Australien. Ja, und? Aber du hast dann wenigstens, wenn wir den Einser produzieren, haben wir wenigstens schon unsere Kompanie drin. Ich würde sogar auch eher nochmal den Infanterie-Experten einstellen. Alles gut. Genau, wegen der Army Experience. Weil nochmal zur Wiederholung an alle, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, in der Mod kostet es keine Army Experience, irgendwas hier zu ändern. Also wir können die Truppen designen, wie wir wollen. Und dementsprechend, deswegen ist die Army Experience so strong, dass wenn die USA in den Krieg eintritt, wir quasi alleine nur durch unsere Berater bis hierher kommen können. Von der Doktrin. Und Doktrinen sind stark. Also ich habe jetzt die erste Naval-Doktrin schon durch und habe schon alle Schiffe fertig designt. Gut, weil du ja auch durchtrainiert hast. Oh, ja, gut, ich kriege ja auch ein bisschen. So, wir sollten ab und zu mal noch Units ausheben, nicht so viele, aber wobei wir brauchen eigentlich gar nicht so viele. Ganz prinzipiell, also die Garrison-Unit habe ich schon fertig gemacht. Das ist einfach nur eine 10er Breite mit Spaten. Das sind so Dinger, die nehmen wir und hauen die einfach auf die Philippinen. Ja, also, ich überlege gerade. Haben wir da was stehen? Ja, die werden nicht kämpfen. Bei Heavy Battleships? Die sind noch nicht in der Forschung, weil ich noch keinen Forschungslot gekriegt habe, aber die kommen. Wir sollten tatsächlich mal uns kurz ein bisschen koordinieren, bevor sie jetzt alle endlos besaufen. Ich baue Träger. Ich baue Flugzeugträger. Also ich, wirklich, ne? Was auch immer der Italiener macht, Alter, ich bumse den später mit meiner Navy weg, solange mir der Fuel gönnt. Ja, wir gönnen Fuel ohne Ende. Wir haben sogar schon, wir haben schon Industrie in Texas ausgebaut, damit wir später richtig gönnen können. Unser Öl ist da, Brudi. Jetzt kann Heiko sein Wirtschaftsgame machen. Richtig, Philipp, richtig. Die USA darf joinen, wenn Frankreich gefallen ist oder 41. Spanien darf genauso joinen, wenn Frankreich gefallen ist. Ja, da ist es. Heiko, darf ich den haben? Ja, du darfst den haben. Ich bin sogar froh, wenn ich den Forschungsslot los bin, weil. Wie schick? Rubber brauchen wir nicht, oder? Machen wir den Neutrality. Nee, Neutrality. Genau, dann gehen wir auf den Neutrality und dann können wir gucken, dass wir den Landlease Act bekommen. Wobei erstmal Arsenal of Democracy und dann den Landlease Act. Weil Landlease Act bringt uns halt was, dass wir direkt Frankreich und UK unterstützen können, sobald der Krieg losgeht. Genau, das dauert ja eh noch eine Weile. Ich finde die Kommunistenband ist wichtig als Frankreich. Habt ihr irgendwo eine Insel frei, wo ich die hinschleppen kann? Och, wir hätten da was, das nennt sich Kuba. Nein, schlechte Idee, da wollen wir keine Kommunistenlager auf. Mach ein Arbeitslager auf. Ja, so, weiß ich, Guantanamo Bay oder so? Ich hab mir mal sagen lassen. Ich rechne mal ganz kurz aus: 20% von 42 Millionen geteilt. Kannst du da 8,4 Millionen Franzosen unterbringen? Oh, falsch. Bestimmt. Die müssen da auch nicht lange überleben, so ist das nicht. Also. Ah ja, dann. Ich glaube, das Problem wird eher sein, die da hinzubringen. Nicht, dass sie da bleiben. Ich glaube, ich habe mir legalen Knopf gedrückt.
Hier ist so ein Bereich, da ist For the Lazy People. Ja, doch, der ist okay. Ja, der ist gut. Der ist okay, weil jetzt habe ich eine 50er-Division. Yeah, ja, ja. Ganz für dein. Eins kostet die Vision. Übrigens, ne? Wir haben uns gerade den. Kann ich die alle drücken? Dockyard-Zugang. Nicht Dockyard. Maschallah. Wir können jetzt beim Briten unsere Schiffe hinschicken. Okay. Was wir nur machen, also wir werden halt einfach auf die Azoren unsere U-Boote packen, weil die Azoren sind ein Ding, wo einfach niemand damit rechnet, dass da einfach die ganzen amerikanischen U-Boote sind und einfach den deutschen Supply abschneiden. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit unserer Hauptarmee? So, ich will ja eigentlich gar nicht so viel Infanterie, weil wir werden ja am Ende da ein paar Panzer reinbringen. Und Heiko. Ja? Wir sind Amerika. Wir sind nicht Deutschland, wo wir ein paar Infanterie haben, sondern wir haben so richtig fette. Genau, aber für was brauchen wir die? Wir können die ja eh nicht einsetzen. Ich meine, wenn wir da mal in Frankreich gelandet sind, ist der Deutsche eh tot. Und wir werden die nicht zum Russen schicken. Das bedeutet, eigentlich brauchen wir gar nicht viele Einheiten, sondern wir brauchen so 24 Ultra-Hardcore-Endgegner-Infanteriedivisionen. Und die bauen wir mit den Marines. Ja, ist doch klar, mach einfach 40er, 4A. Ja, die Marines sind doch quasi unsere Ultra-Dinger. Genau, was machen wir jetzt mit der Infanterie, die hier schon steht? Das ist unsere Homeland Defense. Das sind schon Garrison. Das sind nur 10er Breite mit Spaten. Die werden wir einfach nur auf die Philippinen und an unsere Westküste packen. Okay. Ja, für Japan meinte ich mal was. Okay, das bedeutet, davon produzieren wir jetzt einige, weil, genau, die brauchen wir eben. Also prinzipiell 72 für einen kompletten General. Okay, ja, gute Idee. Dann sind wir fein. So, die können wir nämlich auch trainieren lassen, dann gibt es Army Experience. So, Kavallerie-Division. Du kannst dich auch weiter trainieren lassen, auch wenn sie jetzt voll sind, kriegen sie ja weiterhin. Ja, aber dann brauchen sie Ding. Supply unnötig. Unnötig ja nicht. Wollen wir New Jersey Dockyard bauen oder lassen wir das? Nein. Okay. Sowas immer ablehnen. Okay. Wir sind nicht korrupt. Nein. Du wurdest gerade gefragt, ob du demokratisch bist. Wie war da hier die Runde mit dem ersten Viking, wo ich die USA gemacht habe und irgendwie es geschafft hat, die Gewerkschaften zu verstaatlichen? Alter. Election, ja genau. Die Demokraten bleiben an der Macht, wir werden nicht die Republikaner wählen. So demokratisch bleiben wir. Ich meine, manch einer würde behaupten, die USA ist keine Demokratie, sondern Dystopie, das hat zwar nichts miteinander zu tun, aber egal. Wirtschaft, schnell. Ja, Moment. Ich muss kurz das MP-Symbol. Nee, der Richter, so. Was ist die USA? Ich hab denn angeblich? Mich. Die USA ist eine Demokratie. Nein, angeblich. So eine Dystopie okay, oder irgendwas, was sehr negativ klingt. Okay, gut. Das Schöne ist jetzt, wie du jetzt zum Beispiel auch siehst bei uns, der Senat mag uns nicht mehr wirklich. Was uns ja egal ist, weil jetzt demnächst Neuwahlen sind. Ah, perfekt. Dann okay, schon gewählt, jetzt. Oder? Aber Heiko, das schon die Demokraten. Ja, genau. Dann ist genau. Jetzt müssen wir dann anfangen, unser Haus zu supporten. Du meinst also. Wir müssen jetzt Lobbyarbeit betreiben. Perfekt. Macht Mama. Das kann er. Ich meine, was meinst du, wer sonst Mod hier geworden ist? Na, ich sage auch nur, du das kannst, würde ich gesagt. Ne? Aber. Nein. Nein, also in der CDU weiß ich nicht, wie Lobbyarbeit funktioniert. Aber wieso habe ich Schweizer Gebiet? Ich habe doch kein Schweizer Gebiet. Ich hätte Schweizer Themawechsel. Er hat es auch schon gemerkt, dass die Schweiz hier Claims auf alles hat. Ja. Ach so. Die wollen mein ganzes Kolonialreich, die Wichser. wo haben okay, die Schweizer Claims? Das ist eigentlich der True Enemy Number One, Alter. Die wollen hier. Lass mal die Schweiz vernichten. Alle zusammen gegen die Schweiz. Ja, klar. Die wollen ja auch mein Indochina und alles und. Was? Die wollen auch alles. Die sind richtig wild drauf. Kann es sein, dass irgendwie der Entwickler Schweizer ist? Das wäre jetzt eine Unterstellung. Ja, oh, lol, die Schweiz hat einfach Claims auf Puerto Rico. Rico hat einfach ein Core-State in. Ja, die Schweiz hat einfach ein Core auf Puerto Rico. Und auf ja und natürlich auch auf. Wie lange so ein Supply-Hub zum Bauen braucht. Bitte sag nicht, du hast Supply-Hubs gebaut. Dafür wurden schon Leute gebannt. Baust nicht. Okay. Die sind. Du kannst. Die vorhandenen ausbauen und die Motorisierungsstufe ändern, aber bau kein Supply Hub, das dauert einfach 6 Monate. Du kannst in deiner Armee, wenn du einen General auswählst, kannst du da oben, siehst du rechts mittlerweile so einen Reiter, wo du die Motorisation-Priorität ändern kannst. Da ist aktuell ein Pferd drin. Wenn du da draufklickst, hast du 2 LKWs. Wenn du nochmal draufklickst, hast du sogar 3. Bedeutet, du brauchst dann halt einfach dementsprechend Trucks. Ja, genug LKWs, sonst fahren euch alles gut. Genau. Ich habe eine Theorie, warum Schweiz überall Claims hat, und zwar, was mich immer aufregt, ihr könnt
euren Garnisonstyp nicht ändern, wenn ihr nicht ein Occupied Territory habt. So, dadurch, dass die Schweiz jetzt anscheinend von uns Puerto Rico besetzt, konnte ich auf die Garnison ändern und dann unsere alte Kavallerie-Division einfach löschen und dann ist die weg. Hast du übrigens das Zeichen eingesetzt? Ja. Geil. Genau. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Ja. So, jetzt machen wir mal kurz unsere Marine. Ich find's schön, ich kann die ganze Zeit Divisionen designen. Wir müssen jetzt weiter bauen. Unsere Ziffs sind frei. Oh, Du darfst. Der Brief hat meine Truppen geklaut. Ja, du brauchst ja auch keine Truppen. Der hat meine Truppen geklaut. Dann red mal mit den Briten, weil es ist eigentlich schlau, wenn du deine Truppen quasi auf die Breite deiner Panzerdivision vorbereitest, die trainierst und dann konvertest. Red mal mit ihm, bevor der irgendeinen Scheiß mit deinen Truppen hat. So, Manu, wie optimistisch sind wir? Packen wir Luft ab in unsere Einheiten oder gehen wir davon aus, dass wir America fuck hier machen und alles kaputt bomben? Ich würde die Luftwaffe trotzdem tatsächlich reinpacken, also die Anti-Air, weil, und zwar die Begründung, Kass hat so ein Ding, selbst auf Red Air, wenn du Kass reinpackst, macht die immer noch extrem viel Schaden. Mhm. Deswegen, also. Und Anti-Air reduziert es um 75, ja. Genau, das sind 75%, wo da runtergehen. Und das müssen wir einfach machen. Weil es wäre einfach. Es wäre dumm, wenn wir es nicht machen, bin ich ehrlich. Und ja. Okay. Wir nehmen übrigens die modernste Armee, die irgendwie möglich ist. Also wir nehmen natürlich Armored Car und packen die überall als Scouts rein und so weiter und so fort. Also das wird. Ja. Das wird gut. Übrigens, was Manu mir gesagt hat, was ich nicht wusste. Engineer Companies bringen nochmal 25% Bonus für eine Naval Invasion. Also Marines immer mit Engineers reinpacken. Weil jetzt haben wir, wenn wir irgendwo landen, haben wir einfach 75% Amphibious. Okay, wir hätten theoretisch 75%, wenn ich jetzt nicht noch irgendwie Artillerie reingepackt hätte. Wobei, da bin ich eben noch am Überlegen, ob wir das so machen. Wie sehen wir denn aktuell aus? Ui. Mit denen darfst du halt nicht in der Stadt landen, gell? Ja, das ist problematisch. Ja, die sind noch nicht fertig, weil wir noch was brauchen. Gehen wir jetzt auf Arsenal of Democracy? Ja. Okay. Weil du siehst ja, was wir da kriegen. Oh, wir haben viel zu viel Political Power. Ich hau mal noch kurz. Ja, ja. Man sieht ja, bei Arsenal of Democracy kriegst du einfach 6 Mills und 6 Dockyards. Ja, ich hau jetzt mal den Financial Expert rein, da kriegen wir nämlich 5% Consumer Goods weniger. Das gefällt Heiko. Das gefällt Heiko sehr. Und wie konnten wir so viele Punkte verpennen? Seit wann haben wir so viele politische Punkte gehabt? Ist ja die haben wir gerade bekommen. Ah, okay. Neutrality Act kriegst du 200 PP. Okay, jetzt ist die Frage, was wir damit machen. Ich bin großer Freund davon, den Infanteriedesigner zu nehmen, weil bei Infanterie forscht man prinzipiell länger. Weil es einfach mehr zum Erforschen gibt. Ich würde aber lieber noch so einen Dude reinsetzen. Oh, gute Idee. Wir müssen danach das War Department machen. Dadurch steigen nämlich unsere Maximum Command Power. Und dann können wir wiederum noch einen anderen High Command reinpacken und kriegen mehr Arm Experience. Ja, fühl dich frei. Jo. Und bis dahin was nehmen. Oh, wieso können wir. Ich bin jetzt auch nicht der USA-Spieler. Ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist halt einfach nur so allgemein. Und prinzipiell, ich war ja gerade eben beim Japaner unten. Mhm. Und wir haben schon geredet und er hat gemeint, Kamikaze werden nur defensiv genutzt. Und ich habe gemeint, ja, also Strat-Bomber werden gar nicht genutzt. So vielleicht 50 Stück. Und dann hat er gemeint, ah, cool, für Nukes. Und ich so, ja. Und dann hat er gemeint, okay, auf dem Mainland Japan wird es nichts. Ich so, ja, sehen wir dann. Also gleich mal so ein bisschen. Ist wichtig. So, America, fuck yeah. Ein bisschen besser. Ja, aber also sagen wir es mal so, er begrüßt sehr, dass wir dementsprechend handeln und ich begrüße es auch sehr, dass die sehr kulant sind, was die Luftwaffe angeht. Weil du kannst halt echt mit Kamikaze, kannst du echt ein. Ich weiß, das ist echt nicht schön. Drecksack, ja, Drecksack ist okay. Mittlerweile kannst du sogar ein bisschen kontern. Wie? Ja, aber wenn du die in deine Carrier reinpackst. Du brauchst 4, wie heißen die Kreuzer, die einfach nur Anti-Air drauf haben. Ja, aber wenn du die in deine Carrier reinpackst, es muss ja nur einer durchkommen, das reicht ja, um ein Schiff zu versenken mittlerweile. Du wirst übelst halt Sachen verlieren, klar, ja. Ja. Und das ist halt, wenn du. Es gab ja mal die Meta oder gibt die Meta, keine Ahnung, ob die noch jemand spielt, dass du nur Carrier baust, die komplett mit Fightern vollpackst, egal was für ein Alter die haben, und dann gehst du auf Kamikaze. Und dann machst du jede Flotte am Arsch.
Da kannst du reinhauen, kannst du Destroyer und Light Carrier und so Light Cruiser bauen, die einfach nur aus AA bestehen. Bringt da nichts. Ja, prinzipiell ist ein Carrier immer noch, glaub, soweit ich weiß, immer noch die Meter. Aber jetzt so Kamikaze, keine Ahnung. Daniel, du klingst so traurig. Ja. Er hat nur einen Bämbel bisher. Ich habe nur einen Bämbel getrunken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur einen Bämbel getrunken. Hanni, ich bin enttäuscht, es ist schon 8 Uhr abends. Ich habe 6. Das ist mein 6. Bämbel. So. Okay, dann trink bitte langsamer, nicht schneller. Also an alle Bämbel ist Apfelwein und es ist wunderschön, also ist sehr lecker. Aber wir sollten vielleicht mal gucken, dass die Politik uns mag. Ich mache mal ein bisschen Propaganda. Das ist ganz okay, weil wir machen jetzt übrigens gerade minus 0,08 pp pro Tag. Wieso? Naja, weil das Lobbyismus kostet uns. Ah, okay. Was jetzt aber nicht schlimm ist, weil. Wir brauchen es ja eigentlich eh nur dafür. Ein Tipp ins Minus, genau. Wir haben jetzt ja eh alles, was wir brauchen. So wirtschaftlich geht da jetzt eh nichts, weil ich will diesen Industrieforscher, ich liebe den, also Industrial Concern. Das war jetzt falsch ausgesprochen. Aber den kriegen wir erst mit Wartime Industry und das kriegen wir erst bei Giant Wakes und das dauert noch eine Weile. Brauchen wir noch doppelt so viel War. World Tension. Eiko, philosophische Frage. Ja. Ist die USA eine Demokratie oder ist es keine? Die Diskussion hatten wir vorher schon. Das ist keine philosophische, das ist eine kommunistische Frage. Hä? Ja. Alles, was du fragst, ist kommunistisch. Change my mind. Hä, wie kommst du darauf? Wobei die USA ist ja auch relativ. Hast du eine Flagge im Hintergrund? Hä, was? Nee, also machen wir das lügst du. Also ihr müsst wissen an alle Zuschauer und die Leute im Livestream, wir haben hier auf dem Discord alle unsere Webcam an, außer Manu und Firima. Entschuldigung, ich hatte sie bis gerade. Ja, ich weiß, bis du Stände gewechselt hast. Und der gute Daniel hat seinen Hintergrund geändert zu einer Sowjetflagge. Wie sieht es Spanien aus? Ja, guter Hinweis. Ich habe meinen Hintergrund geändert, aber seit ich ja kein Discord Nitro mehr habe, geht das ja nicht. Ach so. Das ging doch. Ja? Ich wollte gerade sagen, Nvidia Broadcast, damit geht das relativ easy. Nvidia Broadcaster, meinte er. Hab ich schon gesagt. Ja, du hast ein bisschen, ich weiß nicht, ob man dich so gut verstanden hat. So, ja, ich habe, wie gesagt, mein 6. Akzent, nennen wir es Akzent. Kurze Frage. Ich habe jetzt hier Attrition in den Alpen. Ja. So, weil irgendwas stimmt da nicht mit dem Supply. Du hast da kein Fleck, wo ein Supply Hub fehlt. Da solltest du tatsächlich eins bauen, so blöd sie es anhört. Wollte ich doch eben mal lesen. Nein, dafür wurden schon Leute gebannt. Ja, aber bei Heiko, weil halt der Zweitspieler angefangen hat, bei ihm Supply Hubs in Deutschland zu bauen. Okay. Nein. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Also normalerweise vertrete ich die Meinung, aber in diesem Fall nicht. Aber da ist vollkommen in Ordnung, dass du da einen Supply Hub hinbaust, weil sonst spricht der Italiener halt ins Spiel. Ja, wo das Supply fehlt. Weil ich habe es noch nicht gespielt, aber das Supply Hub. Drück mal F4. F4 kannst du Supply Map. Und ich würde es ja auch nicht direkt an der Front, sondern einfach eins hinter der Front bauen. Hinter der Front habe ich ja Supply. Ja, trotzdem. Aber das Supply hat ja dann, oder wie? Genau. Siehst du ja die anderen Supply Hubs. Da fällt mir gerade auf, wenn schon mal Firima da ist und ich über Politik reden will. Firima, was sagst denn du zur Ukraine-Krise? Ich bin mal kurz weg. Fragst du mich jetzt, weil ich Firima bin oder wegen meinem Beruf? Wegen deinem Beruf. Was ist Firima vom Beruf? Soldat. Offizieranwärter. Ja, also ich sag mal so, das ist auch bei uns das beherrschende Thema seit 2 Wochen. Mhm. Jeden Tag eine schöne politische Bildung dafür und auch Vorträge vom Oberstleutnant innerhalb des Unterrichts. Aber schon die Kriegspläne für Frankreich gemacht? Was denn tatsächlich gehen wir da differenzierter dran, als man denken mag. Wir haben auch Kriegspläne für die USA, nur sicherheitshalber. Uns ist halt schon klar, ein paar Punkten hat halt Russland einfach recht. Wir hätten jetzt auch nicht so Bock drauf, wenn jetzt halt der Russe so direkt an unserer Grenze stehen würde und darüber diskutiert, noch ein Nachbarland von uns einzuladen, ne? Ich meine, stellt euch vor, Warschauer Pakt wäre back und die Österreich und die Schweiz wollen dann den Warschauer Pakt. Ich sehe das als sehr sozialdarwinistisch. Weißt du, die Russen, die haben einfach eine Wirtschaftspolitik gewählt, die dafür gesorgt hat, dass ihr Land kollabiert ist, weil sie scheiße waren. Und die haben halt einfach verloren. Deswegen haben die keinen Anspruch mehr auf irgendwas. Ich meine, das Handelsblatt zu zitieren, die russische Wirtschaft ist kleiner als die italienische. Also ich finde, die Russen müssen sich damit abfinden, dass sie eine Regionalmacht sind. So ein bisschen, wie gesagt, Russland, dass sie sich halt von der NATO zurückgedrängt, Eingang führen, okay,
kann man verstehen, vor allem wenn man halt bedenkt, ne, über das Baltikum, was halt vor ein paar Jahrzehnten sogar noch sowjetisch war, ist jetzt halt Teil der NATO. Man muss aber sagen, die sind halt Teil der NATO, weil Russland Stress macht. Das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen. So, aber tatsächlich glaube ich nicht, dass Russland irgendwann in den nächsten paar Monaten irgendwie in die Ukraine einmarschieren wird. Weil die würden das so lieber so einer Nacht- und Nebelaktion machen, wie sie auch die Krim besetzt haben. Ja, aber das wird doch safe kommen, dass wir in der Krim einmarschieren. Hm? Ich glaube, das ist safe, dass das genauso kommt, wie es bei der Krim war. Das ist quasi nicht Russland. Ja, das ist der Urlaub machen. Weil die Krim wurde ja handstreichartig besetzt, weil die Ukraine war ja wirklich richtig kurz vorm Bürgerkrieg. Und es gab auch halt in anderen Teilen der Ukraine, zum Beispiel auch in Kiew, haben halt einfach Militäreinheiten der ukrainischen Armee, die unglaublich korrupt war, typisch post-sowjetisch halt, ne? Tatsächlich einfach eben kurz die Innenstadt übernommen. Das war im ganzen Land so, dass Armeebataillone und höhere halt einfach Landstriche übernommen haben. Und jeder dachte halt auch am Anfang, lol, ja, jetzt die Spezialkräfte in der Ukraine ist halt einfach nur weitere ukrainische Armeeeinheit, die da halt rumschwört, so. Und erst nach 2-3 Wochen hat sich halt erst rausgestellt, lol, das sind Russen. Ich weiß doch damals. Die Russen, die waren klug. Die sind auf dem Flughafen in der Krim gelandet und haben einfach rotzfrech ihre Russenflagge von der Uniform genommen. Und schon wusste keiner mehr, dass es Russen sind. Es wusste jeder, dass es Russen waren. Und ich weiß noch damals war ich ja auch schon im Internet aktiv und da fühle ich mich quasi, danke Toxic, dass du mich dran erinnerst, wie bei den Querdenker-Demos immer. So, ich war damals so, jo, Jungs, das sind Russen. Nein, was ist das für eine dumme Aussage? Es ist nicht bewiesen, dass es Russen sind. Es ist Westpropaganda, dass es Russen sind. Und ich schwöre auf alles, es sind keine Russen, bla bla bla. So 5 Jahre später, Putin, jo, das sind übrigens unsere Jungs. Und ja, wenn du die Leute dann drauf ansprichst, dann so, nee, wir haben nie behauptet, es wären keine Russen und bla bla bla. Also auf jeden Fall. Das ging mir so auf den Sack damals. Weiterer Punkt halt dazu ist halt, Russland konnte sich halt nur Krim und hier Donbass so ein bisschen gönnen, weil die Ukraine war halt einfach am Arsch, komplett gefickt. Armee zu nichts zu gebrauchen. Aber die Armee hat halt jetzt tatsächlich in den letzten paar Jahren richtig gute Reformen, hat sich halt wirklich auch von der Führung her zu einer klaren, typisch westlichen NATO-Armee halt entwickelt, auch dank massiver Militärunterstützung halt aus Großbritannien, Frankreich und den USA. Und wurden halt auch von den USA doch ganz gut hochgerüstet, die, by the way, zum Beispiel relativ moderne Radaranlagen dahin geliefert haben. Natürlich mit einem nicen Background-Wissen oder Background-Gedanken, können wir mal direkt gucken, was man so für Radartaktiken halt im Kampf machen kann. Weil, ganz einfach erklärt, wenn so ein Radar aufklärt, strahlt das ja. Das ist ja ein aktives Ortungssystem. Das wird halt dann vom Gegner geortet und dann schießt halt die Artillerie das Ding kaputt. Deswegen ist halt zum Beispiel bei uns in der Bundeswehr ganz einfach die Doktrin, wir haben halt Radarsystem Cobra, für die es halt kennen, ist ja bei der Artillerie. Sobald das strahlt, muss es halt innerhalb von 2-3 Minuten Stellungswechsel durchführen, damit halt kein feindlicher Artilleriebeschuss kommt und das Ding, was halt eben mal 20 Millionen Euro kostet, platt macht, ne? Das wäre schlecht. Ja, das wäre sehr schlecht. Genau, auf jeden Fall die Ukraine-Stellvertreter, die Krieg in Donbass, wurde natürlich auch von der NATO oder halt vor allem von den USA dafür genutzt, um mal halt zu gucken, was unsere momentanen militärischen Taktiken zu taugen. Boah, ja, was da rauskommt. Noch, also ihr seht, beim New Deal kriegen wir auch Infrastructure Construction Bonus, also es ergibt sehr viel Sinn als USA, das eben zu tun. Aber ja. Und ansonsten sind da ja auch ein paar Milliarden ordentlich schön reingeflossen. Und generell die Ukraine hat jetzt halt einfach ein Drittel zum Beispiel des Panzerbestandes von Russland. Hat sie? Und die Panzer sind sogar so gut wie die vom Russen. Gut, das bedeutet nichts. Egal, aber ich mein, man sieht halt einfach, die haben massiv hochgerüstet. Ich finde es so geil, die Russen immer so, guckt mal, wir haben den krassesten Panzer dieser Welt. So, ja, den habt ihr. Und wie viel habt ihr davon? Eine Handvoll, 90% eurer Panzer sind gefühlt noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Nein, die Ukraine haben richtig viele aufgemotzte T-60 und T-72. Aufgemotzte. Ja, modifizierte. Die sind halt so gut wie, was weiß ich, der Leopard 1 finale Version oder vielleicht Leopard 2 A1 aufgemotzt, so. Daniel, du wolltest was sagen? Nein, ich meine, für Osteuropa reicht das einfach. Ja. Daniel? Nächster Hotshot wurde gefragt, wann der ist.
So theoretisch die nächsten 2-3 Minuten, wenn wir hier durch sind mit unserer Russland-Diskussion. Genau. Weil ich würde gerne die Themen in ein Video packen. Für Ostdeutschland reicht's halt einfach und... Für Ostdeutschland reicht's. Danke, dass du mich als Zitat... Für Osteuropa, so. Alter, das war so witzig. Bin neulich durch Leipzig gelaufen, da war einfach so die Reichsstraße. Ich so, ja, Sachsen-Dings. So ganz normal. Auf jeden Fall, genau. Ich denke halt nicht, dass Russland in den nächsten paar Ich hab's Monaten, nur mal ausprobiert. Die machen halt einfach nur Stress, um dicke Eier zu zeigen. Ne? Ist halt so. Ja, aber wer macht Stress? Weil, wenn die da halt wirklich einmarschieren würden, die hätten halt wirklich richtig fett dann die Kacke am Dampfen. Ne? Ja, aber so. Es gab doch richtig damals den Vertrag. Ist halt nicht dumm, das ist dem klar. Die macht halt Ukraine zwar, hat doch damals den Vertrag unterschrieben, dass wenn sie ihre Atomwaffen abgibt, ihre territorialen Sachen so bleiben, wie sie da sind. Und hat Russland unterschrieben. Ja, so, das ja, meine ich auch. Hat ja auch immer gesagt, dass die Krim russisch ist. Nein, das ist in dem Vertrag nicht so. Da ist es gesagt, wenn die Ukraine ihre Atomwaffen. Es kann ja schon sein, dass es sehr schwammig formuliert ist, so auf die Art. Also, natürlich dürfte die ukrainischen Gebiete behalten. Das ist ja auch das, was die NATO verpflichtet. Wir haben ja Advanced Forward Presence. Keiner hat vorhin immer OZ. First Labor Standard Act, auf jeden Fall. Fair Labor Standard Act. Im Baltikum sind ja von der NATO mehr oder weniger dauerhaft so paar tausend Soldaten halt stationiert. Aber mit dem NATO-Russland-Vertrag, den wir haben, sagen wir halt, lol, wir dürfen eigentlich keine Soldaten dauerhaft im Baltikum stationieren. Was machen wir? Wir haben ein Rotationsprinzip, dass alle 3 Monate die Einheiten wechseln. Unterm Strich sind immer dauerhaft Soldaten da, aber es sind ja immer verschiedene Einheiten, deswegen ist das keine dauerhafte Stationierung. Alle macht halt Russland Schlimmeres. Vom Vertrag natürlich fühlt sich da Russland irgendwie angepisst. So, das kann man halt nachvollziehen. Aber das heißt natürlich nicht, dass was die in der Ukraine machen. Man muss halt überlegen, dass Russland quasi sind kollabiert, so die haben alle ihre Schulden nicht zahlen können, das Land war einfach am Ende, so die, vor allem der Westen, die haben denen ja noch Kredite gegeben, weil Russland einfach, das war so ein schwarzes Loch und man hatte Angst, dass die gesamte Welt quasi in diesem schwarzen Loch mit versinkt, also jetzt nicht stirbt, aber es wäre halt unangenehm gewesen, wenn Russland noch schlimmer kollabiert wäre. So, die waren halt am Ende, so die waren so Game Over und was machen sie, nachdem sie sich halbwegs aufgebaut hatten, sind erstmal gefühlt überall bei ihren Nachbarn einmarschiert. Es ist halt so, weiß ich nicht, so, ich verstehe es, dass die das so machen aus innenpolitischen Gründen, aber die müssen dann halt auch akzeptieren, dass andere es nicht gut finden. Richtig, und deswegen ist halt meine Meinung, jo, klare Kante gegenüber Russland finde ich gut. Manu, noch nicht die Doktrin machen, wir holen uns gleich den Berater, mit dem die 15% weniger kostet. Perfekt. Klare Kante könnte man von mir aus auch damit zeigen, dass Deutschland halt einfach nicht mehr der größte ausländische Investor in Russland ist, mit großem Abstand. Ach, fuck. Ja, wobei, das finde ich immer so witzig, die Länder, bei denen die Investoren drin hocken, die heulen immer rum, jo, wir haben so viele ausländische Investoren, was übrigens, wenn ihr weltweit hört, die bösen ausländischen Investoren, müsst ihr immer bedenken, damit meinen die unter anderem auch uns, wie sind die bösen ausländischen Investoren für andere Länder. Heiko, was hast du denn mit der die Flieger 1940er. Nice, perfekt. Ja, danke. Die wird so mein Cornwall. Perfekt, ansonsten, Silke, bei dir läuft alles. Ja, bis jetzt ja. Perfekt. Ja. Tübel auf meine Insel rum und sitz. Genau, Daniel, du kannst dir mal sagen, dass wir jetzt Hotshine machen könnten. Jo. So, Heiko? Und abschließend, und damit kannst du dann auch diese Diskussionsrunde für deinen YouTube-Part jetzt beenden. Ich glaube nicht, dass Russland in die Ukraine demnächst einmarschieren wird. 5-Euro-Wette? Weil dafür macht es halt einfach keinen Sinn, dass die da jetzt so öffentlich medienpräsent, sage ich mal, eine wirksam Großtruppen zusammenziehen, weil halt jeder Dulli erwartet, dass die genau das machen. Die leben eher davon, es überraschend still und heimlich zu machen. Sie sind in Georgien 2006 oder halt 2014 im Donbass. Heiko? Ja. Was natürlich reicht und nicht. In der Zukunft nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du gesehen, was die gerade angefangen haben zu machen? Ja, wir unterbricht deinen Feind nicht, wenn er einen Fehler begeht. Lass sie ruhig alle da sitzen. Nein. Übrigens, Heiko, wir haben jetzt einen 20% Boni schon auf den 40er Fighter. Oh, ja, genau, das. Weil wir die Lizenz vom Australier haben. Ja, ich würde trotzdem noch nicht erforschen, aber. Nee, aber es ist schon mal. Schon mal gut, ja. Und außerdem, wir dürfen ja nicht mehr Ziffs wegtraden, die wir brauchen, aber eine Lizenz zu holen, sind nochmal ein paar Ziffs, die wir gerade abgeben. Achso, wir können unsere Ziffs ja nicht gebrauchen, da war ja was. Was denn? Man kann in dieser Mod fast unbegrenzt Special Forces bauen? Oh boy, was meinst du, warum unsere Armee nur aus Marines bestehen wird? Holy fuck, Alter, man kann wirklich auf man kann auf ein normales Bataillon ein Bataillon Special Force machen.
Ja, wir haben nochmal einen Bonus, wo wir 336 zusätzliche Special Forces bauen können. Warte mal, haben die dann die Forschung wenigstens angepasst? Diesen einen Punkt, der das erweitert, damit das was anderes bringt? Nö, Multiplier 5%, perfekt, den brauchen wir. Aber ich muss sagen, das soll eine besser gebalancete Mod sein, wollt ihr? Nein, das ist eine historische Mod, also dass du quasi nur die historischen Wege spielen kannst. Besser gebalanced, davon redet hier zu Zeit. Wir sehen uns an, wir sind die USA, wir haben 2 Millionen Mann in der Armee und ach, das sind alles Marines. Naja, also wenn du so amerikanische Filme anguckst, dann könnte man davon ausgehen. Der bestand nur aus Marines. Und generell, jeder gestörte amerikanische Soldat, der irgendwie, keine Ahnung, sein Nachbar schießt, der war Marine. So. Egal welchen Film du guckst. Horrorfilm, Actionfilm. Tatsächlich, das ist. Heiko, ich habe übrigens aus Versehen vorhin mal 15 Command Power ausgegeben. Ist nicht so schlimm. Ach, Gott sei Dank. Also. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt. Du wirst auch gebannt und allen deinen Ämter enthoben. Was hast du denn auch gebannt? Heiko, du hast hier nicht gebannt. Nicht, dass es jetzt hier rüberkommt, dass du den gebannt. Als sollte ich das tun, aber vielleicht hätte ich das tun sollen. Nein. Das ist ein Ticken zu viel. Okay. Ich habe die Funktion deaktiviert, damit ich Nationen wechseln kann. Du bist so ein Profi. Gott sei Dank bist du nur der Observer. Ja, ich weiß, du bist da auch in Deutschland drin. Ja, gut. Das ist Action Hotshot, das dauert ja nicht lange. Also wenn wir jetzt 150 Punkte haben, dann würde ich den Superior Firepower Expert reinhauen und dann könnten wir die Doktrin durchdrücken. Daniel, kannst du mal gucken, dass die Leute dann noch Hotshot wollten? Weil mein Part wäre jetzt echt durch. Ja. Beziehungsweise ich beende den Part jetzt an der Stelle trotzdem mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.